Schnell genug war ich, das ist schon mal gut. Ich war sogar schneller als Verstappen. Es haben keine Zehntausendstel gefehlt. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zum Rennen aus Belgien. Statt Platz 7 erfahren. Hamilton muss noch nach hinten, nachdem er uns angestupst hat. Und vielleicht gibt es noch die ein oder andere Strafe. Yeah, Hülkenberg, da guckst du. Voll im lila Bereich. Dann sehe ich mal zu, dass ich da auch bleibe und mich festige. Hallo, ich möchte dir nur die Erwartungen des Teams fürs Rennen mitteilen. Viel Glück! Sollte aber ein Spa und ein Monza eher weniger ein Problem sein. Gerade so keine Punkte erzielen, das ist das Ziel. In Monza bekommen wir einen neuen Frontflügel, wenn alles gut läuft, aber das ist zu weit gedacht, denn jetzt kommt erstmal eine große Aufgabe. Bestmögliches Rennergebnis, Punkte. Das ist das Ziel. Nachdem ich gebeten wurde zu warten. In den 48 Rennen in Spa zwischen 1950 und 2015 startete der Sieger des Rennens nur ganze 16 Mal von der Pole Position. Das Qualifying von gestern bestimmt zwar die Startaufstellung, doch der große Preis von Belgien ist nach wie vor für eine Überraschung gut. Wie heißt es doch so schön, es kann alles passieren und üblicherweise tut es das dann auch. Da sind wir also wieder bei einem Rennen in den Ardennen. 7 Kilometer mit langen Geraden, schnellen Kurven und deutlichen Höhenunterschieden ergeben in der Summe eine der faszinierendsten Strecken der Welt. Wir freuen uns auf ein perfektes Rennen. Während wir auf das heutige Rennen, das hoffentlich sehr unterhaltsam werden wird, warten, möchte ich dich mal kurz fragen, Stefan, was du in Sachen Strategie erwartest. Viel Reifenmanagement oder mehr Benzinmanagement? Naja, erwarten wir das nicht immer. Wenn ich ehrlich bin, werden diese Dinge heute die gleiche Rolle wie sonst spielen. Ich erwarte jedoch, dass die Fahrer früh für einen Undercut auf frische Reifen in die Boxengasse gehen. Wenn man vor dem Vordermann rein kann, einen guten Stopp hat und schnell rausfährt, können so vielleicht 1 bis 2 Sekunden gewonnen werden. Sollte jemand hinter einem anderen Auto feststecken, dann wäre das genau die richtige Strategie. Schauen wir uns die Ergebnisse des gestrigen Qualifyings und die Startaufstellung an, bevor es losgeht. Sebastian Vettel hat eine leere Strecke vor sich. Er startet von der Pole. Und Kimi Räikkönen macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Bottas, Perez, ein Toro Rosso und Verstappen. Ocon, Hülkenberg, Hamilton und Daniel Ricciardo. Massa, Sainz Jr., Kevin Magnussen und Palmer. Stroll, Alonso, Stoffel van Dorn. Und Marcus Ericsson. Wehrlein und Romain Grosjean startet aus der hintersten Reihe. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. Mein schärfster Konkurrent, der Grosjean, selbstbestimmt, startet also vom letzten Platz. Steig vor Kurve 1 nicht zu spät auf die Bremse, denn dort wird es wie immer eng werden. Weich auf die Auslaufzone aus, wenn nötig. Und Ricciardo hat's mal wieder zustande gebracht, wieder eine Strafe zu bekommen. Was sagten die Rennstrategie? Kein Regen, oder? Nee. 2 Stops lila müssen wir nehmen. Darf ich mit weißen durchfahren? Ich glaube, ich schaffe das nicht. Toll. Personalisiert 3 Zehntel schneller. Okay, 1 Stop kann ich, glaube ich, vergessen. Mit gelb, mit weiß wäre das gegangen. Ich wäre so gern 11. geworden. Halt mal kurz bis das Benzin einstellen, wenn ich gerade doch dran denke. Genau. Strategie bearbeiten. Ach stimmt, die Weißen. Ach. Ich denke, die Weißen, die Gelben sind die langsamsten. Tja, Wenn man sich mal die Rundenzeit anguckt am Ende. Hier nochmal gelb und hier nochmal weg. Tja. Ich spare einen Stop ein. 40, 45, 5, 5, 6.
sogar schneller. Stimmt, rot heißt ja, ich habe jetzt weiß auch als rot angenommen. Einfach mal lesen. Aber gelb. Boxen stop einsparen, ja. Ich überlege gerade. Das Wetter wird nicht entscheidend sein. Wenn ein Safety Car kommt, gut, damit kann ich nicht rechnen. Ich denke, drei Stops sieht unten aus, ey. Kostet aber gleich mal ein Rennen von einer Dauer von 41 nach 4. Das ist ganz sehr schwierig. Nur 6 Sekunden Unterschied. Ist das wirklich so? Die Lilas werden gar nicht lange halten. Wir sehen es ja, 5 Runden. Ich schätze mal, im Normalfall kriege ich mit den 7 Runden hin. Wenn ich die mit den 7 frisch hinbekommen würde, heißt das 16 Runden mit den gelben. Ich will das gerade mal in Relation setzen. 16 Runden mit den gelben, 7 zu 16. Rote würden vielleicht bis Runde 11 halten, mit sehr viel Anstrengung. Runde 10 eher. Dann nochmal Runde 13. Ach. Was mache ich denn? Ich könnte das wieder aufhalten. Bekomme ich das hin? Weiß gar nicht. Tut mich gerade sehr schwer, ich weiß, aber. Gelb da entfernen. 6 Sekunden. Werde ich mit dir noch glücklich sein? Das werde ich nicht wissen vorab. Ich komme einmal rein, dann war's das. Ich komme sehr früh rein, also werde ich mit den Gelben ja auch überholen müssen. Wenn ich sehr früh mit den Lilas reinkomme. Dann nutzen die ja nochmal mehr ab. Bestenfalls überhole ich wirklich nur auf den Geraden. Ist schon sehr riskant, oder? Also wenn ich die über hart daran nehme, habe ich halt nichts mehr. Und dann nochmal reinkommen für Lilas. Bringt's nicht, dann lieber zweimal rot. Ich glaube, ich mach's mal. Komm, machen wir's mal. Gut, Benzin. Weniger, wenn ich mich auf den gelben verteidigen muss. Nee. Hat jetzt viel länger gedauert als gedacht, aber ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Punkte, wie gesagt, sind das Ziel. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Ich muss gleich losfahren. Okay, die Systemchecks sehen gut aus. Wir müssen die Formation halten und damit anfangen, das Auto auf Betriebstemperatur zu bringen. Belaste die Reifen und die Bremsen. Schließlich sollen sie am Ende der Runde warm sein. Heute fahren wir gegen Hülkenberg und Ricardo. Gegen wen fahre ich heute? Die Fahrer des Rennens sind Van Dorn und Hülkenberg. Ernsthaft. Aber ab und zu auch mal Ricardo. Rennstrategie. Boxenstoppfenster öffnet sich in 5 Runden. 5 Runden. Runde 6. Letzter Bericht. Die Bedingungen sehen im Moment stabil aus. Wir erwarten momentan keinen Regen. Also nach Spielberg und auch nach... nach Spielberg eher. Ganz klar. So wenig Boxenstops wie möglich machen. Bei 50% zahlt sich das mehr aus als bei 100%. Mal sehen, wie wir gerade mit den gelben Reifen dann in so einen Verkehr kommen. Bin ich gespannt. Wir werden viele vor uns haben. Gut, die Top 10. Die Top 10 Fahrer, die kommen halt auch noch rein. Ich bin gerade recht weit vorne, aber werde ich bis zum ersten Boxenstopp noch recht weit vorne sein? Stell das Teamkollege. Okay, die Boxencrew wird dir die Flaps auf plus 1 einstellen. Wir stellen die Flaps auf plus 1 ein.
Status Teamkollege. Sie fahren mit neuen weichen Reifen. Oh, mit weichen. Gelb. Da hat jemand das vor. Ein Stop. Status Konkurrent. Sie fahren mit neuen weichen Reifen. Okay. Hätte mal die Hinterreifen wärmer, weil ich nicht ganz so drauf geachtet habe. Na klar, das Ziel ist auf jeden Fall, bestes Ergebnis einfahren, wie es nur irgendwie geht. Natürlich vom Teamkollegen landen und bestenfalls auch den Konkurrenten erwischen und Punkte. Ganz schön viel auf einmal. Die restlichen Fahrer nehmen ihre Positionen ein. Gedulde dich und achte auf die Startampel. Der Start war gut. Okay, danke. Platz 2. Windschatten. Vettel gibt Windschatten. Rote Reifen bei Vettel. Hab ich gar nicht drauf geachtet beim Qualifying. Oh, Windschatten. Auch wie der schleift. Der verliert auch Geschwindigkeit mit dem Schleifen. Ja, besser kann es nicht laufen. Dann fahre ich auf Gelben durch. Klingt gerade echt nicht verkehrt. Aber behalt mal die Ferrari hinter einem. Und dann auch die Mercedes. Ausgezeichneter Start. Gute Arbeit. Danke. Man hat mir aber auch Platz gelassen bei Lassus. Schweres Autoischen. Okay, fünfter Gang kann ich vergessen. Ich werde die auf jeden Fall aufhalten. Alles andere wäre schon ganz schön galaktisch. Werde ich Benzin verbraten gegen die? Ich meine, ich komme nur einmal rein. Ich werde so gut es geht fahren. Mal gucken. Mal gucken, ich werde spontan entscheiden, ob ich da auf Fett gehe oder nicht. Kimi jetzt hinter uns. Auf den schnelleren Reifen. Das wird's. Wie mit der Bestzeit. Die bleibt doch erstmal. Das wird Vettel sehr freuen. Er mit roten Reifen. Kimi kann erstmal nicht davonfahren. Mal gucken, wie lange. Gucken, wie sie sich so auf der Geraden anstellen. Jetzt habe ich schon mal einen beruhigenden Vorsprung. Auch für DRS. Was es dann nächste Runde gibt. Ah, ich lasse viel Platz. Das war nicht gut. Mit dem vierten muss ich mich noch zurechtfinden. Lieber hier etwas vorsichtiger, jetzt wo die noch alle hinter mir sind, denn da kommen sie so einfach nicht vorbei. Wenn ich sie nicht zu einfach mache, indem ich da von der Linie komplett abkomme. Kimi hier will vorbei, der will diese Reifen nutzen. Klar, kann ich verstehen. Gucken, ob da hinten jemand relativ frei fährt, um schneller zu fahren. Als wir in Runde 2. Die Äste da rumploppen. Etwas weit weg vom Scheitel. Der Ausgang aus La Source und aus Rouge oder durch Rouge. Okay, wir sind jetzt in Runde 3. Das DRS wurde aktiviert.
mich die einfach alle aufhalte. Schnellste Runde wieder. Bottas jetzt auf der 3 fällt weiter zurück, aber solange die nicht davonfahren, wird ihnen das etwas egal sein. Oh, Riesenabstand von... Ne, Kimi nicht, von Kimis Verfolger. Da ist er. Soll ich nicht zu weit fahren jetzt in der Rechtskurve? Und Kimi davon fahren. Zumindest ein Stück. Bringt mir halt nichts, aber nur zwei Helis da hinten. Nicht, dass die sich noch treffen. Hinter all denen kommen wir raus. Das sind viel zu viele Autos direkt hintereinander. Da werden wir keinen Boxenstopp rausfahren. Habe ich aber auch nicht mit gerechnet. So, kann hinter Kimi Bottas jetzt eine Bestzeit fahren? Immerhin hat er eine Lücke gehabt, die jetzt leicht zugefahren ist. Die er leicht zugefahren hat. Kimi will und will. Muss sich aber noch gedulden. Vielleicht nach Eau Rouge. Sitzt er da schon an, ey? Immerhin dreht er uns nicht. Und Kimi, okay. Jetzt geht's los. Jetzt waren die Abstände zwischenzeitlich zu groß, da konnten sie Zeit rausfahren. Meine Strategie? Wir machen heute noch einen Boxenstopp. Ein Boxenstopp noch mit unserer Strategie. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Dein Boxenstopp-Fenster öffnet sich übernächste Runde. Ich schau einfach mal, wie das geht und sehe dann nach dem Rennen, wie das war. Greift jetzt Frau Blanchimo an. Na, genug dran ist er. Der hat einen verdammt guten Wagen. Glaube ich. Ne, er greift nicht ernsthaft an. Abstand zum Hintermann ist aber recht groß. Oh, er biegt ab. Kimi hat genug. Der will jetzt einfach Freifahrt haben. Im Getümmel. Wir sind bei plus eine Runde extra Benzin. Benzinplanziel. Okay, Abstand zum Teamkollegen. 8,9 Sekunden. Naja, uns bekommt er so oder so. Irgendwann. Eine Strategie. Du musst jetzt nur noch einmal stoppen. Noch ein Boxenstopp. Dein Boxenstoppfenster öffnet sich nächste Runde. Na, die Reifen machen uns mit. Einfach weiter meinen Stiefel, klar. Was sollte ich auch sonst machen? Ganz schön gelockert das Feld. Waren einige drin? Ich habe nicht nachgeschaut. Das war schon grenzwertig, aber gerade noch in Ordnung. Ja, merkt die Reifen jetzt schon deutlich.
Lass jetzt keinen Fehler bauen. Oh, das ist gut dran. Macht er mehr Ernst als Kimi? Warum ist die Nase nicht unter der Heckflanke zu sehen? Nee. Bleibt dabei. So, biegst du jetzt auch ab? Jo. Schnauze voll. Dein Boxenstoppfenster ist jetzt offen. Was aus dem Rennen? Jetzt ein Safety Car. Einige waren schon drin. Wir noch nicht. Haben aber auch gerade die Start-Ziellinie überschritten. Start- und Ziellinie. Gut, mehr Luft. Vettel auf der 2. Gerade deutlich hinter uns. Bin gerade etwas aufgeregt, weil ich noch gar keinen Plan habe, wohin die Reise geht. Bin gespannt. Komm schon rum. Ob Vettels Plan aufgeht? Immerhin wurden Kimi und Bottas eingebremst. Zwar nicht vier, weil die sind reingekommen, aber immerhin. Eine Strategie. Du hast noch einen Boxenstopp. Ein Boxenstopp noch mit dieser Strategie. Das Boxenstoppfenster ist offen. Boxenstoppfenster ist gerade offen. Mach ich. Gucken, wo wir rauskommen. Auf der 12. Gerade 11. Wackelkandidat. Jetzt muss ich erstmal gut reinkommen. Ja, jetzt wird ein Mist. Oh. Hängen geblieben oder? Ich glaube, hängen geblieben. Das Spiel hat mich nicht zurückgesetzt. Ich bin hängen geblieben. Vettel legt los. Red Bull kommt auch. Hülkenberg auf Gelb. Der fährt das Ding durch. Ich denke an Carlos Sainz und Suzuka. Zwar völlig andere Strecke, aber der hat mit den härtesten Reifen da ganz schön was gemacht. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Das ist Kimi. Bottas, Hamilton hinter uns mit Mercedes Sandwich. Das wird eingebremst in Orange. Mein Platz. Zum Glück ist er nicht rübergezogen. Und beide Mercedes müssen noch vorbei. Viel Spaß. Bottas aber auch auf den gelben. Fahrer hinter mir. Bottas hinter dir. Weniger als eine Sekunde Abstand zwischen euch. Kommt nicht mehr rein, oder? Sie fahren mit neuen Weichenreifen. Einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 2,7,4. Und dann auf Lilas. Na, nicht gut. Einerseits Hintermann und andererseits Reifen. Aber Reifen sind mir wichtiger. Immer noch als kleiner Puffer hinter uns. Start aus Teamkollege. Carlos ist auf P3. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 6,4 Sekunden. Sie fahren mit alten Weichenreifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,55,1. Und rein kommt er nicht mehr. So, Hamilton hinter uns. Start aus Teamkollege. Zum Teamkollegen beträgt 6,4 Sekunden. Sie fahren mit alten Weichenreifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 55,1. Und Jeff vermutet gerade nichts, aber klar, muss nochmal rein. War ja noch nicht.
Bottas wird ganz schön aufgehalten. Aber nochmal kann ich ja nicht zuschlagen. Da bin ich zu weit weg. Aber ich komme gerade gut ran. Und wird Bottas angreifen? Ja, angreifen wird auch vorbeikommen. Magnussen. Den müssen wir auch bekommen. Hallo Hamilton. Nee, ich verbremse mich hier nicht. Kannst du vergessen. Aber ganz schön weite Linie. 4% sieht erstmal gut aus. Okay, alles klar. Okay. So, jetzt Safety Car oder nicht? Würde ich aber draußen bleiben. Wenn jetzt ein Safety Car kommt, drüber nachdenken, ich würde draußen bleiben, weil Reifen noch sehr frisch und was soll ich anderes machen? Ricardo raus. Ich hole mir halt nochmal gelbe. Ja toll, hätte ich auch draußen bleiben können. Zumal ich Reifen hinterm Safety Car schone. Ich kann gerade nicht härter gehen und nochmal zweimal rot. Naja, Sainz war noch nicht drin, meine eigentlichen Konkurrenten. Status Konkurrent. Nico ist derzeit auf P2. Der Abstand beträgt 12,5 Sekunden. Sie fahren mit alten weichen Reifen. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,53,7. Ein paar Informationen zu Palmer. Sie haben eine Art mechanisches Problem. Er hat es geschoben. Arschloch. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 1,7 Sekunden. Mann, ey, ich fass es nicht. Meine Reifen, mein Platz, meine Zeit, ey. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,5 Sekunden. War das die Qualifying-Rache oder was? Oh Mann, jetzt wird's. Na gut, eine richtig Top-Position kann ich jetzt vergessen. Zielpunkte, Teamkollege Hülkenberg. Also klar, das hier ist ein Spiel, also falls sich jemand angegriffen fühlt, Arschloch für das Verhalten da. In Persona von Hamilton. So, aber nicht burnen lassen. Muss ich mitleben. Ich gedenke da an Singapur bei Fans 2016. Da habe ich mich über die Aktion, über die Strafe, letzte Kurve aufgeregt und dann war es das. Weil ich immer noch leicht in Rage war. Vielleicht kommt ja noch ein Safety Car und hilft uns. Dass wir nochmal auf rote Reifen gehen können. Und zwar genau passend. Status Teamkollege. Carlos ist auf P3. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 16,3 Sekunden. Ja, aber Hülkenberg hat halt Vorsprung zu viel. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 54,7. Bin auf jeden Fall schnelleren Reifen. Status Konkurrent. Nico ist auf P1, Spitzenreiter. Der Unterschied beträgt 23,9 Sekunden. Das ist schon grenzwertig. Aber unsere Reifen sind neu. Noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 53,7. Fahrer vor mir. Der kam ja von hinten. Frische rote Reifen. Fahrer vor mir. Vor dir. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 2,4 Sekunden. Pro Runde um 8 Zehntel zurück. Sie fahren mit alten superweichen Reifen. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 52,9. Freie Fahrt, immerhin das. Kann mich auch keiner drehen. Ich fass es nicht. Na, jetzt komme ich aber denen wieder näher.
erstmal zufriedenstellend schnell fahren und frei Fahrt haben. Der Benzinstand sieht super aus. Du hast ihn gut im Griff. Ja, das ist halt meine große Reserve. Freut sich der Energiespeicher. Weil ich gerade nicht wirklich was raushaue. Schon lange nicht mehr. Kommt wenigstens einer von den rein, der Palmer? Ah ne, der hat ein Problem. Und gelbe Reifen. Die gelben Reifen stehen unserem Wagen von der Farbe her auch wunderbar. Lieber jetzt als nicht vor Rouge. Da habe ich auch kein DS, aber hey, Hauptsache Freifahrt. Wenn ich auf Standard gerade hinter Grosjean bleibe, soll es mir recht sein. Hauptsache Freifahrt und die Reifen ganz gut behandeln. Die Hälfte der Renndistanz haben wir gleich. Status, Teamkollege. Carlos ist auf P5. Okay, Abstand zum Teamkollegen 13,0 Sekunden. Sie fahren mit alten weichen Reifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,55,2. Und Status, Teamkollege. Carlos ist auf P5. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 13,0 Sekunden. Sie fahren mit alten weichen Reifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 55,2. Jeff wird sich auch denken. Status Konkurrent. Nico ist auf P1, Spitzenreiter. Der Unterschied beträgt 23,7 Sekunden. Sie fahren mit alten weichen Reifen. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,53,7. Wie Jeff da Spitzenreiter sagt, gefällt mir auch. Denk an die gelben Reifen. Spielberg, auf jeden Fall nicht zu hart dran nehmen. Schnell fahren, ja. Der Abstand zum Aber aufpassen, die müssen halten. 12,7 Sekunden. Die werden dann schneller weichere Reifen haben. Da wird Hülkenberg erstmal zum Problem. Schau auf abgefahrenen roten schneller. Du hast zu weit gefahren. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 5,1 Sekunden. Ja, der hat ja auch Probleme. Wenn er sie noch hat. Zu weit außen, zu spät, der vierte Gang. Nicht weit genug innen gewesen. Aber stand jetzt, werden die Reifen behalten. Hab noch nicht irgendwie hochgerechnet. Schaut aber nach einem guten Gefühl aus. Drei Zehntel schneller als letzte Runde an dieser Stelle. Status Teamkollege. Carlos ist momentan auf P6, sechster Platz. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 11,9 Sekunden. Sie fahren mit alten weichen Reifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 54,7. Er fährt dann auf frischen, weicheren Reifen. Mal gucken, ob er da und wie er darauf wollt. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 2,7 Sekunden. Bin jetzt endlich wieder rangekommen. Wo ist er denn? Status Konkurrent. Nico ist auf P1, Spitzenreiter. Der Abstand beträgt 23,6 Sekunden. Wird einfach nicht weniger. Sie fahren mit alten weichen Reifen. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,52,9. Der fährt darauf Max. Na gut, der hat halt freie Fahrt. Sainz muss sich geschlagen geben. Für zwei Kämpfe.
Schauen wir uns noch auf die gelben. Die roten kann er vergessen und mit lila wird er es nicht durchschaffen. Jetzt war das hier auch mal wieder besser. Magnussen jetzt hinter uns. Darf da halt nicht zu weit innen sein, aber kriege ich schon hin. Die Runde habe ich auf Conchon wieder etwas verloren. Oh, ganz schön weit. Hab dafür auch etwas Gas dann rausgenommen, weil sicher war sicher. Carlos ist an die Box gefahren. Carlos ist jetzt an der Box. Conchon auch. Macht der Spitzenreiter, kommt der. Wir werden es bald wissen. Zweit außen. Stroll vor uns. Fahrer vor mir. Stroll vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 4,8 Sekunden. Du nimmst ihm pro Runde 1,8 Sekunden ab. Sie der war noch nicht. Alten Weichenreifen. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 54,9. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 4,0 Sekunden. Stellt euch mal vor, ich wäre auf die Roten gegangen und hätte nochmal reingemusst und Hamilton hat mich dann, hätte mich dann gedreht auf den Roten. Also ich wäre hinter Sainz, weil ich einen Stop mehr hätte fahren müssen. Status Konkurrent. Nico ist im Moment auf P6, 6. Platz. Der Abstand beträgt 6,1 Sekunden. Sie fahren mit neuen superweichen Reifen. Wie soll ich denn den bekommen? So, mein Teamkollege eher an mir dran ist. Oh Gott, ey. Fahrer hinter mir. Carlos hinter dir. Der Abstand zum Hintermann beträgt 7,1 Sekunden. Sie fahren mit neuen superweichen Reifen. Hülkenberg kann ich nur vergessen. Ich habe einfach zu, dass ich konstant fahre. Stroll jetzt rein. Da ist noch mehr drin. Der. Den habe ich ja gefressen. Stroll ist gerade in die Box gefahren. Lieber vorne lassen, aber er kommt nicht mehr rein. Ich glaube, der macht mir zu viele Probleme. Ich probiere es mal. Windschatten und der ist. Nee, ich habe ich nicht. Gut, tschüss, Hamilton. Blöder Arsch. Auf meine Reifen achten. Sainz ist hinter mir. Ich wollte halt gar nicht auf den Lilas losfahren, das war das Problem. Rot und Gelb wäre so schön geworden. Also, nächste Saison, öfter werden. Im Qualifying. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 3,6 Sekunden. Fahrer hinter mir. Carlos liegt hinter dir. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 4,4 Sekunden. Sie fahren mit neuen superweichen Reifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 2 Minuten 4,4. Gut, ich werde immer vor Ruhig jetzt nachfragen gegenüber Sainz.
Wieder was drin. Wieder was viel zu schnell ist. Verstappen hinter uns. Mann, 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 Mann. Status Teamkollege. Carlos ist auf P8. Okay, Abstand zum Teamkollegen 4,0 Sekunden. Sie fahren mit neuen Superweichen. Er ist dran und Verstappen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,52,3. Aber klar, Verstappen werde ich nicht vorbeilassen. Dann werde ich alles vergeben. Sainz kommt so oder so ran. Insofern. Jetzt sind die Reifen doch schon ganz schnell gefahren. Ja, die müssen jetzt halten. Nochmal reinkommen wäre halt gar nichts. Zumal der Hamilton-Stupser einfach nicht reinpasst, sondern nochmal reinkommen. Wir würden auch außerhalb der Punkte liegen. Die Lücke da hinten ist riesig, aber ja, fahr erstmal zum Vordermann dann wieder. Nee, das muss ich jetzt knallhart durchziehen. Nochmal wechseln war aber keine Option. Muss aber zumindest mal angesprochen werden. Keiner mehr drin. Jetzt wäre es auch etwas spät. Außer man fährt auf Lila. Ah, die Lilas brauchst du einfach gar nicht. Die verschleißen einfach zu schnell. Status Teamkollege. Carlos ist auf P8. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 2,2 Sekunden. Sie fahren mit neuen superweichen Reifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 52,3. 1,8 aufgeholt. Gut, aber halt mein Ausgang aus La Source mit drin. Also Randstelle mitnehmen mit den abgefahrenen, wenig grip-haltigen Reifen geht gar nicht. Da muss ich jetzt verdammt aufpassen. Rechne mit etwas Regen in ungefähr 10 bis 15 Minuten. Mhm, nach dem Rennen also. Das ist ganz schön schnell. Naja, frische Haut halt und ein Red Bull. Na, nicht die Reifen so weit dran nehmen. Muss aufpassen, ob ich hier mit Vollgas nach außen komme oder nicht. Na, so nah dran wie noch gar keiner vor Blanchima. Na, versucht's nicht. Er war noch zu weit weg. Okay, Abstand mal merken. Sainz ist da. Also ein Fehler in der Kurve und Sainz ist auch vorbei. 33,8 Sekunden. Zum Glück habe ich danach was in der Reserve. Ein paar Informationen. Dafür war sie gedacht. Es scheint, sie haben ein Problem. Safety Car. Würde ich reinkommen? Nee. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 13,1 Sekunden. Also den Randstein mögen wir gar nicht mehr. Der ist auch grenzwertig. Also Abstand auf Verstappen und Sainz fahre ich nicht mehr aus. Insofern einfach verteidigen. Stärken und Schwächen ausspielen. Ich muss ja über die Distanz kommen.
aus. Ich darf halt hier nicht weit rauskommen bei Stablo. Und ich muss Vollgas gehen. Gut, er ist zu weit weg. Vielleicht kann Sainz ja noch Verstappen ärgern. Das wäre schön. Die alten Teamkollegen und verbitterten Rivalen. Die haben sich keinen Zentimeter Gras gegönnt. Bei Toro Rosso. Haben halt beide viel vor. Ja, da hat sich noch jemand eingereiht hinter Sainz. Kann mir aber an sich herzlich egal sein. Bottas vor uns, ist Hülkenberg noch davor? Status Konkurrent? Nico ist momentan auf P4. Der Unterschied beträgt 18,9 Sekunden. Sie keine Chance für die superweichen Reifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,51,2. Also Mann des Rennens, Hülkenberg. Verstappen wird sich auch ärgern. Auf der Geraden habe ich gar keine Chance. Woran liegt denn das? In den Kurven schleiche ich nur so lang. Ein paar Informationen zu Perez. Er wird langsamer. Anscheinend hat er ein Problem mit seinem Auto. Okay. Gefahrenstelle. Hinter uns. Grüne Flagge. Okay, der Ausgang ist hier noch nicht brenzlig, das ist gut. Mit einfach genügend Konzentration kriege ich das Ding gewuppt. So, drei Runden gleich noch. Wir sind bei plus eine Runde extra Benzin. Benzinplanziel. Okay, jetzt muss ich schon eher bremsen. Die Reifen geben nicht mehr her. Da war mich jetzt gar nicht zwingend zu spät gebremst. Ein Ticken schon, aber nicht zu viel. Es war noch ein kleiner Warnschuss. Will mich gar nicht von den Reifenprozenten irre machen lassen. Ich weiß diesen Kacke. Und ich fahre einfach genauso weiter. Sainz mal wieder auf der 8. Also frische Reifen haben wieder sehr viel ausgemacht. Und dazu noch der Hamilton-Stupser. Also ich merke schon, warum ich gerne frische Reifen beim Start hätte. Ob jetzt Platz 7 oder Platz 11 ist meistens egal. Platz 11 wird teilweise sogar besser. Oh, und Platz nach vorne. Gucken, ob der uns noch ärgert. Aber wenn, dann dürfte er ein Ghost-Car sein. Also Mercedes fällt in letzter Zeit ganz schön oft aus. So, zwei Runden, ne? Das wäre in der Box. Hülkenberg. Nochmal, ach so. Komm, 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 Hülkenberg, Hülkenberg. Na, schon. Fahrer vor mir. Hülkenberg liegt vor dir. Sieht gar nicht gelb aus. Ernsthaft? Runde 3 Sekunden. Sie fahren. Ich hab jetzt nicht auf die Wagenfarbe geguckt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 51. Dann war das irgendwie langsamer. Fahrer
vor mir an Rosalie? Hülkenberg vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 23,1 Sekunden. Du verlierst pro Runde 3 Sekunden. Sie fahren mit alten superweichen Reifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,51,6. Nee, Verstappen. Kein Bock, dir einen Platz zu schenken. Bin angefressen wegen Hamilton. Ein klein wenig schon. Und dann darfst du erst recht nicht vorbei. Etwa 2 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Aber Lücken nutzt er, wenn sie da sind. Gut zu wissen. Reifen sollten wir nicht platzen. Da fahren wir immerhin die härtesten. Da hinten hat sich ganz schön was angebahnt. Letzte Runde. So schnell von der Strecke weg. Es regnet bald. Na, hab die ganz schön geschont mit meiner Langsamfahrerei in den Kurven. Einige haben sich dann gesammelt. Tja, sollen sie vorbeifahren, wenn sie können. Jetzt mal den. Vettel gewinnt das Ding. Viel wichtiger ist aber mein Abschneiden. Wunderbar mit Stablo. Auch mit den abgefahrenen Gelben. War halt nicht so schwierig, aber Platz 5. Weil so viele ausgeschieden sind. Wie in Ungarn, Platz 5. Tolles Finish. Du hast dich verbessert. Du hast das erreicht, was wir von dir verlangt haben. Ausgezeichnete Arbeit. Bin ich mir zufrieden. Einfach das rausgeholt, was möglich war. Nicht mehr, aber auch vor allen Dingen eben nicht weniger. Mit den abgefahrenen Reifen, vor allen Dingen letzteres sehr wichtig. Was für eine fantastische Leistung von Ferrari, ganz ohne Zweifel. Stefan, was hat hier wohl den Unterschied ausgemacht? Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zu Ihrem Auto gepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Sein Auto hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Und jetzt wird es Zeit fürs Podium. Während die Fahrer herauskommen, sehen wir das wohlbekannte Rot auf dem Weg zur obersten Stufe. Ein fantastischer Sieg für Ferrari.
Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Ein gutes Resultat für Kimi Räikkönen, der seine Führung in der WM weiter ausbauen kann. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages Stroll? War. Ah, heute kann das nur Romain Grosjean sein. Heute ist er für mich in einer anderen Liga gefahren. Wirklich beeindruckend. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Ferrari hat seine Führung in der WM ausgebaut. In der Zwischenzeit klettert Renault mit einer weiteren starken Leistung dieses Wochenende in der Rangliste nach oben. Was war das für ein Wochenende? Wir hoffen, dass Sie auch nächstes Mal zu einer weiteren spannenden Folge dieser Formel-1-Saison dabei sind. Also meiner Meinung nach ganz klar Hülkenberg, Mann des Rennens. Aber kann ja jeder so sehen, wie er gerne möchte. Hamilton, der Schlawiner noch auf der 3. Oh. Vettel gewinnen vor Räikkönen. Räikkönen 2 Stops. Hamilton Dritter, dahinter dann Hülkenberg, via Verstappen, Sainz, Grosjean, Lance Stroll und Kevin Magnussen. Ja, ein Hoch auf ein paar Ausfälle. Esteban Ocon, Palmer, Alonso. Die wenigsten haben 2 Stops hingelegt. Grosjean hat bewiesen, das ging gut. Mit einem auch guten Auto, klar. Für Punkte allemal gut. Ericsson auf der 14 stark, aber die müssen halt mal wieder deutlich in die Punkte um ihr Einzelergebnis zu verbessern. Wäre dann mit 2 Stops hinter seinem Teamkollegen, aber nicht weiter hinter. Van Dorn, Perez und ausgeschieden Bottas, Ricciardo und Felipe Massa. War irgendwas groß los außer die Ausfälle? Ausfall, 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 Perez und Bottas Kollision. Steckt da das Geheimnis für Perez schlechtes Abschneiden? Also klar, in diesem Rennen sind 3 deutlich hinter uns gelandet, Ricciardo, Bottas und Perez, die eigentlich gut deutlich vor uns hätten landen müssen. Insofern statt Platz 8 den Platz 5 bekommen. Bei den Fahrern stehen wir weiterhin auf der 8. 15 Punkte Vorsprung vor Grosjean, Vorsprung ausgebaut, Perez hat verloren und Hülkenberg 26 Rückstand, also wenn er die Leistung von heute wiederholen kann, dann wird er noch ein ernstes Thema werden, aber ich glaube, das war eher so ein Ausrutscher nach oben, aber wir behalten ihn mal im Blick. Sieht aus, Stroll, Palmer, Alonso und Van Dorn hinter den Sauber. Aber das haben sie sich erfahren. Nicht ercheatet. Renault an Williams vorbei, 3 Punkte Vorsprung, wir haben unseren Vorsprung auf Haas deutlich ausgebaut. Tja, nach vorne. Na gut, vor sind wir heute? Ja, auch da, aber die werden kein Thema sein, auch wenn wir dieses Jahr als Team mit Carlos Sainz, der nicht ausscheidet, sehr, sehr gut punkten. Das war doch ein Start. Na gut, der Start, ja, der war gut, aber viel entscheidender war einfach der Ausgang aus Kurve 1 und auch Eau Rouge. Also, wir haben es ja gesehen. Wie ich da, ich war ja noch hinter dem Mercedes oder neben dem Mercedes, wie ich da neben dem Mercedes und auch an dem Ferrari vorbei bin, also an Kimi, das war einfach bezeichnend für das Rennen, aber da kommen wir später nochmal zu, jetzt erst nochmal in den Rückspiegel geschaut, da sind wir schon und da sind wir auch vorbei. So einfach kann es gehen und Felipe Massa ausgeschieden, Blanchimont, nicht ganz erkennbar, die Mechanik. Dann direkt im Anschluss ein Verbremser von Julian Palmer. Finde ich gut. Also ich finde gut, dass die KI Fehler macht. Ist bloß die Frage, wie. Denn da kommen wir nämlich schon gleich zur nächsten Aktion. Aber erstmal Ausfall von Danny Ricciardo. Auch wie bei Massa nicht wirklich ganz ersichtlich. Und jetzt kommen wir zur KI. Die Fehler. Also so ein Fehler, wie Julian Palmer den gemacht hat. Man sieht hier ganz klar, der hat mich wieder gedreht. Ein Hauch von F1 2016. Also so ein Fehler, wie Julian Palmer den gemacht hat. Einfach verbremst, wenn mir da einfach jemand in die Karre fahren würde, weil er sich verbremst, fände ich das deutlich besser als sowas wie hier, ich wurde zu blöd programmiert, um dem Spieler nicht in die Karre zu fahren. Nichts anderes ist das hier in meinen Augen, weil wir das einfach bei F1 2016 zur Genüge gesehen haben. Nochmal aus der Sicht von Julian Palmer, wird auch nicht wirklich besser. Und dann, jetzt nochmal bezeichnend, Max Verstappen hinter uns. Das, was wir gegen den Mercedes da und auch gegen
Also gegen Bottas und gegen Kimi Räikkönen gemacht haben in Runde 1 nach Kurve 1. Wir kommen einfach viel deutlich besser heraus, auch mit den abgefahrenen Reifen. Kommen wir da einfach viel besser raus. Abgefahrene Reifen und schlechtere Reifen und dann auch durch Eau Rouge, da nehmen wir etwas mehr Schwung mit. Das Problem war heute ganz klar nicht, weil wir es nicht sehen konnten. Der Fehler, ich bleibe in meinem Windschatten oder nutze den nicht aus, nee, der lag woanders. Und zwar da, ich komme einfach beschissen aus einer Schlüsselstelle heraus. Wie wir es zum Beispiel auch in Austin kennen, auf die beiden Geraden hinaus. Das ist in dem Fall sehr, sehr schade, weil da fehlt es dem Spiel dann doch weiterhin an Feinschliff. Ausfall Bottas, was war los? Ja, Perez war irgendwie der Grund. Im Grunde war einfach Bottas der Grund, aber beide haben dazu beigetragen. Reifenplatz dabei Perez und siehe da, man kann auch richtige Reifenschäden haben, also nicht verbackte. So, hier bei Perez. Ja, und ging soweit gut, bis auf den zweiten Mercedes, denn den ersten hat er noch vorbeigelassen. Ganz gut, aber dann Linienfindung bei ihm und bei Bottas vom Gas gehen, das will nicht so ganz. Und dann kommt das eben bei raus. Immerhin hat Bottas einen ganz guten Platz zum Parken gefunden, auf einer wunderschönen Wiese mit Blümchen. Ja, aber um nochmal auf das Rennen zurückzukommen, also was heute schade war, also ich habe es schon angesprochen, die KI, einfach so ein Fehler wie, ich verbremse mich und rutsche in den Spieler rein. Das könnte ich noch viel eher akzeptieren als sowas. Also ich bin da schon längst wieder drüber hinweg, aber finde es einfach schade, dass die KI so agiert, wie sie hier agiert. Mehr wirklich nachvollziehbare oder einfach authentische Fehler. Das ist das Stichwort, authentische Fehler. Das wäre einfach viel besser. Und dann das andere Thema. Ja, einerseits nutzt den Windschatten und bremst darin nicht. So gesehen in Baku. Nee, habt ihr nicht gesehen, leider. Aber da war das der Fall. Also egal, wie ich da gefahren bin auf der langen Geraden, da wurde im Windschatten gebremst. Das geht einfach gar nicht. Und so auch heute. Der Feinschliff im Detail, dass die KI aus Schlüsselkurven einfach zu schlecht herauskommt. Wer weiß, wie es gewesen wäre, wenn sie im Windschatten gewesen wären hinter uns zum Angreifen. Ob sie den genutzt hätten, ob sie vorbeigezogen wären, wissen wir nicht, weil sie einfach viel zu weit weg waren, weil sie einfach entscheidend verlieren. Gut. Verloren habe ich heute auch. Ob das mit Hülkenberg was geworden wäre, ich glaube mal nicht, aber habe ich mir noch gar keine genaueren Gedanken gemacht. Jetzt wird dann erst einmal Monza kommen. Ja, das sollte ähnlich laufen wie in Spa. Ich denke, meine Geschwindigkeit sollte ich auch finden. Und dann lassen wir das einfach mal auf uns zukommen. Also, bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss. Okay, schlechte Nachrichten aus der Entwicklungsabteilung. Ein Teil ist durch die Qualitätskontrolle gefallen. Wir können das hinbiegen, aber das kostet zusätzliche Ressourcen. Das Projekt wurde gestoppt, aber du kannst die Zusatzarbeiten per Laptop anordnen.